Hallo Leute, ja, hier zurück bei unserem Mann. Eine weitere Fott-Mod-Vorstellung. Ja, Fott-Vorstellung ist klar. Und zwar von diesem Schätzchen. Der MF6613 Dyna 6, okay. Ist ein, bis jetzt eigentlich ein schöner Mod. So, was ich jetzt so die 2 Minuten, noch nicht mal 2 Minuten Vorbereitung gesehen habe. Alter. Das nenne ich mal detailliert. Gut, hier die Schraubenköpfe hier, beziehungsweise die Anschlussköpfe hier, die sind nicht ganz so schön. Aber der Rest so, muss ich ehrlich gestehen, bis jetzt, was ein- und ausblenden. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was man da ein- und ausblenden kann. Naja. Ich will wissen, was man ein- und ausblenden kann. Also ich muss sagen, doch, upp, falsche Taste erwischt. Bis jetzt muss ich ehrlich gestehen, doch, er gefällt mir doch sehr. Auch der Auspuffschutz. Den gibt es in zwei Dachvariationen sogar. Einmal hier mit Gitterdach und einmal als geschlossen. Schwingen wir uns einfach mal rein. IC. Was haben wir denn IC-Steuerung hier? Tür, das war aber soweit klar. Fenster ist auch klar. Beide Türen sogar. Das Dach leider nicht bei der Version. Lichter, Blinker, funktioniert alles. Ist, denke ich mal, die Hauptsache, dass alles funktioniert. Ist halt der mit dem Pflegebereifung jetzt. Frontladeraufbau und Frontzapfwelle. Das kann man bei ihm nämlich auch auswählen. Wie ihr seht, die Version hat keine Zapfwelle, Frontzapfwelle. Und auch die Standardreifen drauf. Ich will aber trotzdem wissen, was man hier ein- und ausblenden kann. Bei mir fällt so nichts auf. Okay, keine Ahnung. Auch Nummernschild. Eigentlich, wie gesagt, mir gefällt er. Jetzt wollte ich mal gucken, ob man bei ihm, bei der Version. Ne, das Dach kann man trotzdem nicht öffnen. Ha, ein Kühlfach. MF-Kühlfach. Cool. Ja, aber bevor wir zum Shop gehen, tun wir wie immer mal ein bisschen was mit den Schleppern. Also ich muss sagen, auch vom Fahrverhalten her gefällt er mir wirklich. Das können wir gleich einfach mal schnappen uns einen von den beiden, die am Händler stehen. Und geben mal Knallgas damit. Ihr seht, da oben steht noch einer am Hang. Weil ich wollte auch mal den Schwader ausprobieren. Bin ich ganz ehrlich, ich habe mit dem noch nicht gearbeitet. Umschalt links Y. Okay. Aber in die Mitte laufen lassen kann man hier nichts. Schade. Lass mal einfach mal links laufen. Kann man dann wohl eigentlich eventuell. Ja. Tapet abschauen, okay.
Ich wollte ihn nämlich auch einfach mal ausprobieren und zu gucken, wie er so arbeitet und wie es aussieht. Ah, sieht eigentlich ganz okay aus. Ja, halt. Such. Ja gut, die Texturen sind jetzt nicht die schönsten, aber sie gehen noch. Die Transporttexturen, sage ich jetzt mal, die Schwarztransport. Okay, also 40 schafft er auch. Was mir gerade hier aufgefallen ist. Ja, gut. Die tun mir so, als wären sie angeschlossen. Aber ist nicht verkehrt. Die bewegen sich mit. Ah, ist auch ein cooler Mod. Ich würde sagen, dann schauen wir uns das Ganze mal im Händler an. Traktoren, DMF. Ihr könnt Frontzapfwelle halt anbauen und auf Standard. Frontlader, Konsole kann man anbauen. In der Fassung hat er jetzt 120 PS, dann 130, 140, 150, 160, ja bis 160 PS hoch. Mit Pflegebereifung und Standardbereifung. Mit dem Visio-Dach. Und dem Standarddach. Unterhaltskosten hat er, glaube ich, in jeder Ausführung. Nein, in der stärksten Ausführung hat er 300 Euro am Tag Unterhaltskosten. Mit der 150 Version PS hat er 260 Euro am Tag Unterhaltskosten. 150 habt ihr auch 200, also 150 PS Version habt ihr auch 260 Euro Unterhaltskosten am Tag. Mit der 130 PS Version auch und mit der 120 PS Version, mit der kleinsten Version, habt ihr 230 Euro am Tag. Ja, gut. Dieseltank bleibt immer der gleiche mit 210 PS und 40 km/h Spitze. Was ich aber jetzt gerne gucken würde, nehmen wir mal den 66 16, kaufen wir jetzt einfach mal. Blub, der ist auch schon hingefallen. Mieten, zur Miete kostet er 10.130 Euro insgesamt und Anschaffungspreis ist 126.637 Euro. Genau. Genau, die Typenschilder scheinen sich zu ändern. Ja, die ändern sich, die Typenschilder. Also, ist auch eine schöne Sache, wenn die sich mit ändern, ganz ehrlich. Aber das war es für diese Mod-Vorstellung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Sandmann. Tschüss.